Nach einer längeren Umzugs-, Urlaubs- und Computerproblempause, wegen der ich übrigens alle noch unfertigen Videos verloren habe, hat mich meine liebe Freundin Claudia gefragt, ob ich es wüsste, wie man eine viereckige Spiraldecke häkeln kann. Liebe Claudia, ich hoffe, mit Hilfe von diesem Video wirst du für deine erste Nichte eine ganz tolle Decke häkeln können. Alle Infos zur Wolle und zur Häkelnadel findest du in der Videobeschreibung. Ich fange wie immer mit einem verkehrten Knoten an. Ich lege den Faden in verkehrter U-Form vor mich hin, überkreuze die Enden einmal und hole mir anstatt vom langen Ende das kurze. Da hinein stecke ich meine Häkelnadel und mache zwei Luftmaschen. Und da hinein, da mache ich eine feste Masche. Faden holen und durch zwei. Ein halbes Stäbchen, also ein Umschlag, Faden holen und durch alle drei. Und vier ganze Stäbchen. Ein Umschlag, Faden holen, durch zwei und durch zwei. Die Schlaufe großziehen und nun kommt die zweite Farbe dran. Die erste Masche markiere ich mir und zähle wieder zurück. Das war die erste, also die feste Masche. Und jetzt kommt gleich anschließend die zweite Farbe dran. Also Faden holen. Und dann nehme ich mir gleich den kurzen mit und mache mit beiden die erste Luftmasche. Den kurzen lasse ich wieder los und mache auch hier, wie vorhin, eine feste Masche, ein halbes Stäbchen und vier ganze Stäbchen. Auch hier markiere ich mir wieder die erste Masche, also die feste Masche. Wenn du ein großes Loch hast in der Mitte, kannst du einfach mit dem blauen Faden hinten das Loch wieder zuziehen. Ich wechsle wieder auf blau. In die erste markierte Masche, da mache ich gleich zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen hinein. In die nächsten zwei Maschen jeweils ein ganzes Stäbchen. Und in die nächste wieder zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen. In den nächsten zwei Maschen jeweils ein ganzes Stäbchen. Wieder Farbwechsel. Hier machen wir wieder genau das gleiche wie vorhin. In die erste zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen. Dann in die nächsten zwei Maschen wieder ein ganzes Stäbchen.
Und dann wieder zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen in die nächste Masche. Und ab hier ist nun alles gleich. Ab nun kommen nämlich in jede Masche ein ganzes Stäbchen hinein. Bis auf diese Lücken und in diese Lücken, da kommen nämlich immer zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei ganze Stäbchen hinein. In jede Masche kommt ab nun immer ein ganzes Stäbchen hinein. Und in diese Ecklücken, da kommen zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen hinein. Egal mit welcher Farbe, egal in welcher Runde, wenn die eine Farbe die andere fast eingeholt hat, dann musst du eigentlich mit der anderen, mit der unteren weiter häkeln. Immer in jede Masche ein ganzes Stäbchen und in diese Ecklücke immer zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen. Und das Ganze machst du so lange, bis deine Decke groß genug ist. Und ich glaube, das kannst du auch alleine weitermachen, denn viel mehr gibt's hier nicht zu sehen. Du kannst es ja immer zurückspulen, wenn möchtest. Aber das Ende zeige ich dir auch noch. Ich höre mit einer Ecke auf, dort, wo die gleiche Farbe ganz innen anfängt. An dieser Ecke höre ich mit dieser Farbe auf. Die Ecke mache ich noch wie üblich. Und in den nächsten drei Maschen mache ich nun jeweils ein halbes Stäbchen. In die nächsten drei Maschen mache ich nun jeweils eine feste Masche. Und zum Abschluss noch eine Kettenmasche in die nächste und ziehe den Faden durch. Auf der gegenüberliegenden Seite hört die andere Farbe auf und das gleiche mache ich hier noch einmal. Drei halbe Stäbchen. Drei feste Maschen. Und nun möchte ich mit dieser Farbe noch eine ganze Runde feste Maschen herumhäkeln. Und deswegen markiere ich mir die erste Masche. In diese erste Masche kommt dann zum Schluss meine Kettenmasche hinein. Also in jede Masche eine feste Masche hinein. Ich springe jetzt kurz zum Eck und zeige das Eck dir nochmal. An alle vier Ecken machen wir das gleich wie eigentlich in den vorigen Runden. Nur mit feste Maschen, also zwei feste Maschen, zwei Luftmaschen und zwei feste Maschen. Und das alles, bis es fertig ist. Und zum Schluss, hier kommt noch eine Kettenmasche rein. Und eigentlich ist es jetzt fertig. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Und ich wünsche dir einen häkelfreudigen Tag.